Moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Reihe Macy Technik. So, worum geht es heute? Heute geht es um unsere Heizung. Und zwar, genau gesagt, um die Dieselheizung, die Diesel-Luftheizung, die den Innenraum erwärmen soll. Das ist in unserem Fall eine Eberspecher-Heizung, also eine, die auch heute noch vielfach eingesetzt wird. Nur, das Besondere ist, das hier ist unsere Originale. Das Boot ist von 1994. Und diese Heizung ist tatsächlich immer noch die erste, die eingebaut wurde. Ja, es ist ein ziemliches Wunder, dass die überhaupt noch funktioniert. Meistens sind die nach 10 Jahren spätestens kaputt, haben irgendwelche Risse in den Brennkammern. Ist hier nicht der Fall. Ich bin da mit dem CO-Messer dran gewesen und nichts, alles in Ordnung. Das einzige Problem ist, sie läuft nicht ganz zuverlässig. Ja, ist natürlich schlecht. Und nach Murphy läuft sie natürlich immer genau dann nicht zuverlässig, wenn man sie braucht, wenn es draußen kalt ist. Das ist Mist. Das müssen wir ändern oder das mussten wir ändern. So, welche Gründe gibt es, warum so eine Heizung nicht zuverlässig läuft? Da gibt es mehrere. Der erste Schritt ist eigentlich immer erstmal, ist die Kraftstoffzufuhr, die Treibstoffzufuhr in Ordnung? Und kommt genug an? Und wenn genug ankommt, kommt es auch ohne Luft an? Und das ist jetzt der entscheidende Punkt, den ich letztes Jahr schon geklärt und auch gelöst habe. Nein, es kam zwar genug an, aber leider mit Luftblasen drin. Und teilweise mit mehr Luftblasen als Treibstoff. Also mal war mehr Luft, mal war Treibstoff, war nicht gut. Woran lag das? Es gab verschiedene Übergabestellen, wo der originale Schlauch, der Gummischlauch, schon so porös war, dass beim Saugen zusätzlich Luft eingesaugt wurde. Ja, das hatte natürlich zur Folge, dass dann in dem Treibstoff ganz, ganz viele mehr oder weniger kleine Luftblasen waren, die sich teilweise zu einer größeren zusammengetan haben. Und wenn das passierte, plupp, war dann die Flamme aus. Habe ich schon letztes Jahr geklärt. Ich habe dann die 4 Stellen, wo ich dann rankam. Nee, ich bin ja an alle Stellen rangekommen letztendlich. Ich habe also alle 4 Stellen, wo die Schläuche noch alt waren, ersetzt und durch neue Treibstoffschläuche ersetzt. Und jetzt ist auch Ruhe, jetzt funktioniert es wunderbar. Trotzdem, dieses Jahr ging diese verdammte Heizung schon wieder. Immer mal wieder aus. Immer mal wieder. Ja, und das Zweite, was man sich dann anschaut, ist üblicherweise die Glühkerze. Was ist die Glühkerze? Ich halte das hier mal ins Bild. Die Glühkerze ist so ein Teil, im Grunde genommen ein Glühdraht, der sehr heiß wird und dafür sorgen soll, dass diese Luftgemisch, was eingespritzt wird, so heiß wird, dass es sich selbst entzündet und daraus eine kontinuierliche Verbrennung entsteht. Und dann kann diese Glühkerze irgendwann abgeschaltet werden. Die hat hier so einen Anschluss für 12 Volt. Da kommt ja so ein Kabelschuh ran. Und der zweite Pol, der Minuspol, ist das Gehäuse. So, und damit wird das Ding dann eben einfach eingebaut. Dieses Teil habe ich ersetzt. Das kann man im Video dann sehen. Was ich noch ersetzt habe, ist der Korb außenrum. Es gibt hier so einen Korb, einen Edelstahlkorb, eine Art Flammenschutzkorb. Den habe ich jetzt nicht mehr hier einzeln, um den zu zeigen. Im Video kann man ihn sehen. Der war auch völlig verrottet. Das werdet ihr dann sehen. Also die beiden Sachen habe ich getauscht. Und dann werdet ihr am Ende sehen, ob das nun Sinn machte oder nicht, was ich da getan habe. So, kleiner Hinweis. Die neue Glühkerze ist schon drin, trotzdem habe ich hier eine. Warum? Weil ich doof bin. So, und warum bin ich doof? Weil ich nicht aufgepasst habe. Wir haben ein 12-Volt-Bordnetz und ich habe eine für 20 Volt gekauft. 20 Volt ist die Version für ein 24-Volt-Bordnetz. Habe ich nicht, kann ich nicht gebrauchen. Also, Leute, wenn jemand eine nagelneue Original-Eberspecher-Glühkerze braucht für ein 24-Volt-System, schreibt es in die Kommentare. Wir werden uns einig. Hundertprozentig. So, jetzt geht's los. Nee, jetzt geht's noch nicht los. Ich musste nämlich erstmal rein in den Keller. Unsere Heizung ist nämlich hinten im Keller in der Pflicht. Natürlich ganz, ganz, ganz weit hinten in der Ecke. Also da, wo man erstmal am Dingi vorbei muss. An den Kabeln, an den ganzen Werkzeugkisten, an den Ersatzteilen, an den Stühlen, an dem dieses und jenes. Und ihr ahnt es. Das musste ich erstmal alles rausräumen. Das habe ich euch aber erspart. Glücklicherweise. Darum fängt das Video jetzt auch da an, wo ich schon zumindest mal in den Keller reinkam und eine Chance hatte, mich zur Heizung vorzuarbeiten. War trotzdem nicht ganz einfach und ihr werdet mich mit einigen Worten hören, die eigentlich nicht so richtig nett sind, aber that's life. Also, viel Spaß mit dem Video. Ich komme am Schluss auch wieder raus. So viel kann ich euch verraten.
das sieht schon ein bisschen besser aus. Mal gucken, ob ich jetzt da hinten hinkomme. Den Kanister noch wegräumen. Dann müsste ich dran kommen. Das ist der Glowplug, die Glühkerze. Da muss ich jetzt erstmal die Mutter von der Kabelverbindung abschrauben, von dem Kabelschuh. Und dann unten drunter, ich glaube eine 19er Mutter ist das, die ganze Kerze rausschrauben. Das ist ein 7er. Das war logisch. Das war so klar. Die hat hier so einen Anschluss für 12 Volt. Und genau diese kleine Mutter ist mir natürlich aus den Fingern geflutscht. Das ist wirklich schwierig, wenn man nichts sehen kann. Man muss nur mit den Fingerspitzen, mit den Fingerkuppen fühlen. Wie weit ist man jetzt am Ende des Gewindes? Ist es schon locker? Ist es schon, ja, und plopp, ist es dann schon zu spät. Die Mutter ist runtergefallen. Ist jetzt nicht wirklich schlimm, denn die neue Glühkerze kriegt eine neue mit. Das heißt, ich habe da erstmal kein Problem. Aber natürlich soll die Mutter da jetzt irgendwie keinen Schaden anrichten. Ich habe also deshalb noch ein bisschen geguckt, ob ich sie finde. Und ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass sie in das Kunststoffgehäuse von der Heizung unten reingerutscht ist. Die liegt also ganz unten drin. Die wird dort keinen Schaden anrichten. Soweit alles gut. Den Moment, wo ich merke, scheiße, pass auf, die wird locker, war sie schon so locker, dass sie runterfällt. So. Jetzt ist sie bestimmt hier in dieses Gehäuse reingefallen. Die ist verunst, meine Güte. Zeige ich euch gleich mal, wenn ich sie ganz ausgebaut habe. Die Glühkerze war draußen, das war der erste Schritt. Als nächstes musste der Flammkorb raus. Der ist eigentlich nur eingesteckt, aber in unserem Fall ist er leider völlig verkokt und mit dem Gussgehäuse so stark verbunden, dass ich ihn überhaupt nicht mehr herausbekommen habe. Es hat sich als eine sehr, sehr schwierige Operation herausgestellt, aber schaut selbst. Thank you.
wollte und wollte und wollte einfach nicht zu Ende gehen. Es war zum Heulen. Und dann passierte natürlich noch ein bisschen mehr. Ich schalte jetzt raus. Das ist das Nächste, was mir oben reingefallen ist. Ah, super, das läuft. Ah. So, da hat sich jetzt tatsächlich nur der obere Ring abgelöst. Und der eigentliche Korb ist immer noch drin. Das ist ja nicht zu fassen. Ich habe so kräftig mit der Zange an dem Korb gezogen, dass sich dieser Flanschring abgelöst hat, der eigentliche Korb aber immer noch drin steckte. Ich nahm schließlich die Spitzzange, griff das Korbgewebe und wickelte es mit Kraft um die Backen der Spitzzange herum und riss es so Stück für Stück von den verkorkten Stellen ab und so konnte ich schlichtweg das Gewebe entfernen. So konnte endlich der neue Flammkorb eingebaut werden. Nachdem nun der neue Korb eingebaut war, konnte ich endlich die neue Glühkerze einbauen. Was war das? Und die neue Glühkerze? Die Glühkerze saß fest und jetzt musste noch das 12-Volt-Kabel festgeschraubt werden. Geschafft! Eine letzte Sichtkontrolle und dann sollte es an den Probelauf gehen. Jedes Mal, wenn die Heizung startet, klackt hier ganz auffällig ein Relais. Kann mir jemand sagen, wofür das ist, was das macht? Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare, ich weiß es wirklich nicht. Ja, das klang alles sehr vertraut, sehr stabil. Ich habe keine Aussetzer gehört, keine Abgasgerüche wahrgenommen. Ja, dann habe ich die Kabelhutze wieder festgeschraubt, die auch einen Luftabschluss sicherstellt. Ja, und damit war die Reparatur aus meiner Sicht beendet. So, ich habe mich erfolgreich aus dem Keller rausgezwängelt. Ich habe jedes Mal das Gefühl, ich bleibe da irgendwie hängen. Ich bin ja so ein großer Kerl und solche großen Kerle sollten eigentlich nicht in irgendwelchen Kellern, schon gar nicht in den hinterletzten Winkeln rumkriechen. Ich habe immer das Gefühl, ich bleibe irgendwann mal hängen und bleibe dann da. Aber gut, wie ihr seht, hat es diesmal geklappt. Ich lebe noch. Ja, leben würde ich sowieso schon, aber ich bin wieder draußen. Ja, was habe ich getan? Ich habe die Glühkerze, den Glowplug, ausgetauscht und dieses Gitter, dieses Diffusionsgitter, was um die Glühkerze herum auch noch eingebaut ist. Ja, ich glaube, das zeige ich euch mal, wie das aussieht. So sieht eine völlig verbrutzelte Glühkerze aus für eine Ebersbecherheizung. Ich nehme die vielleicht gleich mit dem anderen, mit dem Handy nochmal separat auf, dass man vielleicht noch ein bisschen besser sehen kann. Also, dass die Heizung nicht mehr zuverlässig lief, das verwundert nicht wirklich. Dann sehen wir uns mal die Fragmente von diesem Korb an. Es ist ein Edelstahlkorb, der soll eigentlich schön durchgängig sein.
Gut, jetzt habe ich ihn natürlich verbogen beim Rausziehen, weil er so festgepackt war. Aber der hat mit Sicherheit nicht mehr viel durchgelassen. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass die Flamme immer mal wieder abriss. Und genau das haben wir auch beobachtet. Die Heizung hat eine sehr hohe Heizleistung, die brauchen wir häufig gar nicht. Das heißt, die wird in den meisten Fällen anheizen und dann runter modulieren auf die niedrigste Stufe und da soll sie dann eigentlich bleiben. Das hat sie aber nicht mehr ganz zuverlässig gemacht. Gut, sie ist jetzt wirklich auch schon sehr alt. Normalerweise sind die Dinger da schon irgendwo begraben, aber die funktioniert noch, aber eben in den unteren Stufen nicht zuverlässig. Und jetzt müssen wir das mal ausprobieren. Wir sind hier gerade in der Halle, da kann ich das nicht auf Dauer testen, um das Boot wirklich aufzuheizen. Das geht natürlich nicht. Ich habe nur so einen kurzen prinzipiellen Funktionstest eben gemacht. Wenn das Boot dann im Wasser ist, müssen wir das mal richtig ausprobieren und dann das Boot aufheizen und mal schauen, wie sich die Heizung dann verhält, wenn sie runtergeregelt wird und dann auf die niedrigste Stufe skaliert. Wenn die Flamme dann stabil brennt, hoffe ich doch, dass dann diese Aussetzer der Vergangenheit angehören. So, jetzt räume ich noch ein bisschen auf. Ein bisschen habe ich noch zu tun und dann reicht es mir noch für heute.